Bei Jesus ist es gut sein. Bei ihm findet man Liebe und Verstehen. Und so bekommt das Leben erst seinen wahren Sinn, denn er meint uns ja ganz persönlich. Er sprengt die Gefängnisse unserer Angst und Bedrückung und führt uns in die Freiheit eines gottorientierten Lebens. Durch ihn weicht das Dunkle im Leben. Durch ihn kommt Gewissheit und Freude ins Dasein. So heißt es in der Bibel: Welche auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und nicht zu Schanden werden. Verlasst euch stets auf den Herrn, verlasst euch stets auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Auf Gott ist Verlass. Mit ihm kann man rechnen. Das ist umso nötiger, als heute vieles ins Wanken geraten ist. Worauf kann man sich denn überhaupt noch verlassen? Dieses Gotteswort gibt uns die Antwort, die zeitlose Gültigkeit hat. Der lebendige Gott ist ein ewiger Fels. Diese Gewissheit will uns Mut machen, uns ihm anzuvertrauen und bei ihm zu bleiben. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus, nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen, Herr, ich stehe als dein Bote bereit. Ja, ich möchte davon singen, wie du mich verändert hast.
selbstlos trugst du meine Last. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus, nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen, Herr, ich stehe als dein Worte bereit. Ohne Richtung und Ziel war mein Leben, trotz Erfolgen war ich einsam und leer. Doch dann fand ich den Sinn und die Wahrheit, es war Jesus, er ist nur mein Herr. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus, nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen, Herr, ich stehe als ein Bote bereit. Trotz Problemen und Sorgen des Lebens ist bei dir, Herr, die Geborgenheit. Du verstehst und du kennst die Fragen, und du sorgst dich und hast für mich Zeit. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus, nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen, Herr, ich stehe als dein Bote bereit. Ja, es braucht heute viel Mut, sich zu Gott zu bekennen. Der Leistungsdruck, die Sorgen des Alltags, Nöte und Ängste wollen uns erdrücken. Wie gut, ich muss nicht allein damit fertig werden. Ich habe einen Vater im Himmel, der um meine Kümmernisse weiß und der mich versteht, der im Grunde nur darauf wartet, dass ich zu ihm gelaufen komme, wie es ein Kind bei seinem Vater tut, und bei ihm mein Herz ausschütte im Gebet. Yeah.
ich bin bei dir. Schaue dich nicht ängstlich um, ich stärke dich, ich helfe dir, fass deine rechte Hand, ich stärke dich, ich helfe dir, fass deine rechte Hand. Denk nicht an das, was früher war, sinne ihm nicht länger. Schaffe Neues, jetzt wächst es auf, erkennst du es denn nicht? Ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf, erkennst du es denn nicht? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe dich erlöst, bei deinem Namen ruf ich dich, du bist mein, bei deinem Namen ruf ich dich, du bist mein. Schützend bei dir sein. Selbst durch Feuer will ich mit dir gehen, damit nichts dir schaden kann. Selbst durch Feuer will ich mit dir gehen, damit nichts dir schaden kann. Weil du für mich so wertvoll bist, gebe alles ich für dich. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Das größte Wunder im Leben eines Menschen ist die Tatsache, dass Gott ihn liebt. Er meint jeden ganz persönlich und kümmert sich um ihn. Es ist erstaunlich. In diesem riesigen Universum denkt Gott an den Einzelnen. Bei ihm sind wir nicht vergessen. Auch in der Natur können wir seine Fürsorge und Liebe sehen. So oft wir die herrliche Schöpfung betrachten, den gewaltigen Kosmos, die Vielfalt der Blumen- und Tierwelt, alles trägt die Züge seiner Schöpferhand. Da kommt man einfach in Staunen. Da muss man ihn anbeten, ja, sich ihm anvertrauen. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann, die Freude füllt.
hast die Menschen gemacht, Herr. Leben kommt niemals aus sich selbst. Unser Vermögen, das Wollen, den Verstand und das Gefühl hast du dir ausgedacht. Und deinen Plan, Vater, den du dir vorgenommen hast, den bringst du auch zu Ende. Ist der Mensch auf sehr entstellt, weil er die Sünde hält, du willst ihn nicht zerstören. Deine Liebe macht ihn frei von aller Tyrannei, wenn er auf dich vertraut.
Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz für die Menschen tat, hat einzigartige Bedeutung in der Weltgeschichte. Aus Dank und Liebe sangen Christen aller Jahrhunderte Jesus ihre Lieder. Ob wir auch heute ihm für sein Leiden, Sterben und Auferstehen danken? Ja, noch mehr, ob wir diese große Liebestat Jesu beantworten und ihm sagen: Herr Jesus, du hast dein Leben für mich geopfert, damit ich gerettet und erlöst sein kann vom ewigen Gericht. Dir will ich aus Dank und Liebe ganz zur Verfügung stehen, auch wenn ich diesen Weg allein gehen müsste. Wenn du zu uns sprichst, stehen wir auch heute vor der Frage: Stellt ihr euch dem, was ich euch sage, und trifft euch das, was euch betrifft? Seid ihr bereit, mich ernst zu nehmen und euch auf meiner Worte nicht zu schämen? Bleibt ihr bei mir, wenn alle gehen? Sollen wir gehen? Herr, du hast Worte ewigen Lebens.
Einzigartig, alles übertreffend ist Jesus Christus als Herr und Erlöser. Zum Staunen ist, dass dieser große Herr uns in seine Nachfolge ruft. Wer von seiner Größe im Innersten ergriffen ist, dem ist die Nachfolge kein saures Muss mehr. Er hört gerne auf Jesu Ruf, geht ihm nach und stellt das ganze Leben mit Freuden in seinen Dienst. Es ist sein Wunsch, dass sein Leben das Wesen Jesu widerspiegelt. Herr, wenn die Menschen mich sehen, lass mich sein wie ein Spiegel, der dich reflektiert. Und wenn sie mein Leben betrachten, dann lass sie erkennen, dass du in mir lebst. Dass ich rede deine Worte, dass ich sehe mit deinen Augen, dass ich diene, wie du gedient hast, dass ich liebe, wie du selbst liebst. Lass mich sein wie ein Leuchtturm, der den rechten Kurs zeigt. Mein Leben soll anderen dienen, Orientierung zu finden in dem Wirrwarr der Zeit. Strahlen will ich in das Dunkel, Klarheit schaffen will ich helfen. All mein Tun soll auf dich hinweisen, weil des Lebens Ziel du bist. Herr, wenn die Menschen mich sehen, lass mich sein wie eine Kerze, die sich brennend verzehrt. Dass ich nicht für mich selber lebe, sondern sinnvoll für dich und den Nächsten bin. Ich will brennen wie die Kerze, Licht und Wärme stets verbreiten. Liebend will ich mich verschenken an den Menschen, der mich braucht. Herr, wenn die Menschen mich sehen, lass mich sein wie eine Bank, die zum Ruhen einlädt. Dass alle, die mit mir unterwegs sind, den Frieden erfahren, den du in mir wirst. In der Hektik dieser Tage, lass mich selbst zur Ruhe kommen, dass für die sich danach sehnen, ich ein Ruhepol sein kann. Herr, wenn die Menschen mich sehen, lass mich sein wie ein Spiegel, der dich reflektiert. Und wenn sie mein Leben betrachten, dann lass sie erkennen, dass du in mir lebst. Wir alle sehnen uns in dieser hektischen Zeit nach Ruhe und Geborgenheit. Vielen ist es ein echtes Anliegen, Ruhepol in Ehe, Familie und Umgebung zu sein. Und doch kommen so schnell, ehe man es richtig merkt, Missverständnisse, Streit und Ärger auf. Aber jetzt heißt es, nicht bei diesen Dingen stehen zu bleiben, sondern Jesus Christus im Gebet um Vergebung zu bitten. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir zu ihm kommen. Das ist so frohmachend. Und dann ist es leicht, auch den anderen um Verzeihung zu bitten. Am besten gleich heute, ehe der Tag zu Ende geht.
Thank you.
Dunkel.